Wo beginnt das mal hier hin? Und das Wunders? Dann tun wir den Kelch der Giganten hin. Da kommt erstmal eine epische Szene. Okay, ich kann mich nicht bewegen. Okay. Ja, jetzt kommen wir zur Fabrik oder was? Naja, alles klar. War mir so klar. War mir so klar. Ja, Lul. Wo bin ich denn jetzt? Wenn jetzt hier so ein scheiß Schaf ist, und ich muss das irgendwie treffen, deswegen gucke ich mich auch gerade mehr oder weniger um. Nicht, dass hier so eine Ziege ist. Meine Stimmlage geht höher. Don't worry about the kid, Ethan. It'll be fine. Ha! Just get your ass across the bridge. Haben wir so klar, dass wir noch die Fabrik machen müssen? Eigentlich haben wir den Heisenberg gar nicht getötet. Ne, wir haben ihm nur die Flask abgenommen. Mehr haben wir nicht gemacht. Ist das dämlich. Ey, jetzt kann ich hier speichern? Aber der Tube-Meister, der muss doch... Ey, oder... Ey, erzähl mir jetzt nicht, dass ich jetzt bei der Fabrik jetzt einkaufen kann. Das wäre jetzt cool irgendwie. Na, ich bin gespannt. Ja, Bock. Ethan Winters. Welcome. I didn't think you'd make it past Daughter Moreau, but I suppose you survived worse back in America, hm? I like you. I'd like to speak to you about Rose and Miranda. Oh, come on in. Don't worry. It's not a trap. What are you planning? Ach, hier hoch geht's ja noch. Natürlich. Hier hoch geht's ja noch. Hier kommt dann der Fight gegen Mutter Miranda oder sowas. Hier hoch geht's ja noch irgendwie. Ja, die Frage ist tatsächlich, ob das jetzt eine Trap ist oder keine Trap ist. Lol. Hier geht's einfach zu, die Tür. Wir nehmen vorhin für unsere Pappgun in die Hand. Eisenbergs Fabrik. Ich trust ihn jetzt einfach mal. Und glaub ihn jetzt einfach mal. Möchte tatsächlich aber auch irgendwie nicht in irgendwelchen Gebüschen gehen. Oder zum Absuchen. Wollen wir absuchen erstmal? Da sollen wir gleich hingehen. Dass hier vielleicht noch irgendwas ist. Oder ist hier überhaupt was? Das ist die andere Frage. Nicht, dass hier noch irgendwelche Kräuter sind oder sowas. Trust ihn noch nicht so richtig. Ich weiß nicht warum, aber... Es ist halt viel zu klein für ihn, für den Fight. Aber was ist denn das hier? Ja, die das ist tatsächlich echt komisch. Also man hört hier kein Geräusch.
dass das hier die Tür sieht aus, als wäre die offen. Ist ja aber nicht offen. Naja, dann gehen wir halt mal hier runter. Es ist echt komisch, Leute. Also ich kann mir tatsächlich auch nicht vorstellen, dass hier irgendwelche Viecher sind, tatsächlich. Ich sag wieder zu viel, tatsächlich. Und ist irgendwas. Der ganze Raum schon wieder geklärt hier. Eine Sache ist hier drin. Was ist denn das für eine creepy abgefuckte Scheiße? Hier unten ist irgendwas? Das ist hier schon echt ein abgefuckter Ort, muss ich sagen. Frage ist halt, ich würde gerne wissen, ob wir gegen Heisenberg kämpfen müssen oder ob der einfach sagt, da tut einfach meine Mutter oder sowas. Oder ob der einfach wirklich uns was erzählt. Ja, muss ich auch sagen. Also ich fand, am gruseligsten war es tatsächlich im Schloss. Weil du halt nach der Zeit halt einfach, dass die rumgewandert sind, weil du halt einfach 4 Gegner hattest. Ja, du hattest 4 Gegner. Du hattest einmal die 3 Töchter hattest du. Und einmal die Lady Dimitrescu, oder wie die auch ausgesprochen wird. Und die konntest du halt nicht besiegen. Die 3 Töchter konntest du halt immer nur in einem bestimmten Areal töten. Trotzdem sind die in dem ganzen Haus rumgeeiert. Was halt immer übelst eklig war. Momentan kann ich alles niederballern, ja. Also, das Puppenhaus, weil du halt wehrlos warst, das war halt echt cool. Das habe ich meiner Meinung nach mit am coolsten angestellt. Fuck. Also, das verstehe ich gar nicht. Jetzt irgendeinen Schalter drücken oder sowas? Das Wassermonster, das war heute. Das war heute, als du glaube. Ja, ich glaube, als du dieses Wasser. Also. Ja, Nummer 3, naja. Das war heute. Cool, du glaub Essen gemacht hast. Da war ich doch in dem Sumpfgebiet. Ja, ich weiß nicht. Also entweder muss ich wieder hochgehen. Das war heute, ja, also das war ganz am Anfang, da bist du halt reingekommen, da hat er halt Fernsehen geguckt, da hast du dir einfach die Flask genommen und er so, nein, das darfst du nicht machen, ah, mich mag sonst Mutter Miranda nicht und so, und dann ist er ein bisschen ausgerastet. Also das war halt am chilligsten, also tatsächlich am schwierigsten und am krassesten war tatsächlich das Ganze im Schloss. Das war wirklich mit am komplexesten. Weil du halt nicht wusstest, wann ein Gegner kommt. Du kanntest alle 4 Gegner. Einen konntest du nicht besiegen. Und das Areal war halt riesengroß. Puppenhaus. Natürlich creepy. Aber das haben wir meiner Meinung nach relativ gut angestellt. Hä? Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Ja.
Also creepy war es auf jeden Fall. Also es war creepy as fuck. Na gut, außer das mit dem Baby. Das mit dem Baby, das fand ich wieder echt doof. Aber das mit den Puppen und sowas. Also wenn die kleine Puppe statt dem Baby die ganze Zeit rumgelaufen wäre und du hättest die Puppe nicht richtig, also nicht dieses riesendicke Baby gesehen, sondern nur diese kleine Puppe und du musstest da Obacht geben, das wäre wahrscheinlich viel, viel krasser gewesen als dieses riesengroße, komische Baby. Da hätten sie nochmal viel rausholen können. Das wäre übelst krass gewesen, wenn die kleine Puppe da einfach nur in diesen stockdunklen Raum losgerannt wäre. Da hätte ich mir richtig eingeschissen. So wie eine Wunderpuppe. Ich dachte halt auch das Ganze. Ich habe ja auch die ganze Zeit gedacht, das wird wie eine. Also, wo das ganze Zeit das Licht ausging, dachte ich, das wird übelst krass. Deswegen bin ich ja auch halt so in den Inkognito gegangen. Aber als ich dann einmal gestorben bin und dann das Baby gesehen habe, dachte ich mir, ja, na gut, okay, das ist schon echt eklig, aber es ist nicht gruselig. Also, das Baby war auch nicht gruselig. Muss ich einfach so sagen. Ich weiß jetzt nicht, habe ich hier was für. Das war mega cool. Das war echt cool. Also ich muss tatsächlich sagen, dieses ganze Rätseln und so und das nebenbei war halt echt genial. Modern Render, der ist tot. Er ist tot. Und sich ein eigenes Bild hat er nicht drin hängen. So, ja, ich fand jetzt, wie, ja, die letzten Passagen. Also wenn ich mir das jetzt mal überlege, warte mal, ich gehe mir einfach mal hier rüber, hier hin. Also das bin ich einfach nur durchrannt. Da waren mir zu viele Gegner auf einen Haufen, deswegen bin ich da einfach nur mal durchgerannt. Also diese muskelbepackten Viecher wie ganz am Anfang am Dorf, ja, musst du nicht fighten. Weiß ich nicht, also das ist zu doof, wenn dann auf einmal 5 solche Viecher, die übelst schnell rennen können, und 5 Shotgun-Schüsse aushalten. Also ich sehe hier eindeutig, dass es hier runtergehen muss. Ich sehe es hier. Die Frage ist jetzt tatsächlich, mache ich jetzt was falsch? Ist es verbuggt? Oder ich weiß es echt nicht. Mache ich irgendwas verkehrt? Ich weiß nicht, wie es 7er war, auf jeden Fall gefällt es mir 1000-mal besser als das Resident Evil 2 Remake, was ich da gezockt habe. Das hat mich dann irgendwie nicht so. Also, das war halt natürlich ein Remake nur. Vielleicht für viele das Game, vielleicht. Aber ich finde diese neue Geschichte einfach viel, viel cooler. Dass halt den du die ganze Zeit gespielt hast, diesen Chris Redfield, jetzt. Mehr oder weniger dein Gegner ist. Oder nicht dein Gegner. Oder wie man es nennen will. Ich habe keine Ahnung, ob man es Gegner nennen kann oder nicht. Also ich habe echt keine Ahnung. Also ich laufe jetzt einfach wieder zurück. Ich habe 7 nicht gespielt, nein. Ich habe 7 damals nur im Livestream immer manchmal angeguckt oder sowas. Und das war ja damals, kam es auch nicht für den Rechner raus. Es kam ja erst später für den Rechner raus. Ich habe das bei verschiedenen geguckt. Ich habe das mal bei Gronkh geguckt. Ich habe das mal bei. Okay. Bei Gronkh, bei Stay habe ich da mal reingeguckt. Und ich glaube, das war damals nur PS oder Konsolen exklusiv. Also damals gab es das noch gar nicht auf dem Rechner. Glaube ich mal.
Haben wir, glaube ich, erst durch Epic Games auf dem Rechner, oder? Also ich weiß nicht, ob ich was verkehrt gemacht habe. Also ich lade jetzt einfach mal neu. Neu starten. Am letzten Punkt neu starten, ja. Ich weiß nicht, ob irgendein Bug da drin ist. Oder nicht. Na, weil ich keine Ahnung habe, was ich jetzt machen soll. Ja, ich bin doch nicht weitergekommen gerade. Ich bin durch die eine Tür nicht gekommen und ich bin nicht da runtergekommen. Habt ihr Ahnung, dass sich vielleicht irgendwas aufgehangen hat? Weiß ich nicht. Weil die Räume sind blau. Vielleicht Notizen? Notizbuch, stimmt. Bei der Brücke. Ich habe den Kelchgiganten mit den Balkons in Zeremonieplatz platziert und eine Brücke ist aufgemacht. Auf der anderen Seite scheint eine Werkstatt zu sein. Heisenbergs Fabrik vermutlich. Nicht zu wissen, was mit Rose wird, macht mir echt zu schaffen. Aber es ist fast geschafft. Warte auf mich, Kleiner. Ich habe hier alle vier. Ja. Morin ist erledigt und habe ihn so gut wie aus dem Fluss. Den See und plötzlich Heisenberg aufgetaucht und plötzlich in den letzten Vieren. Sagte. Okay. Akten. Was wird das Ganze? Okay. Eigentlich haben wir uns alles durchgelesen. Tipps. Zutaten. Okay. Ich habe nur was übersehen. Okay. Geht wieder die Tür wieder auf? Hier geht's anscheinend lang. Das wird mir später wieder geöffnet. Okay. Habe was übersehen. Okay. Dann ist es anscheinend kein Bug. Das ist schon mal schön. Okay, hier sieht's aus wie ein Schalter. Ich komme hier nicht an den Schalter ran. Hier oben ist nichts. Hier rein komme ich nicht. Okay. Hier ist nichts. Nee, hier ist auch nichts. Okay. Das mal wieder die Shotgun in die Hand. Ist hier irgendwas zum Push the Button? Kann das Ding nicht aufmachen? Ah, lol, what the fuck? What the hell? Okay. Mia ist tot, Mann. Alter. Let me guess. You're thinking, take me out like the others, and then he gets to go and save Rose. Das stimmt nicht. I'm healing my daughter. Look, you got this all wrong. Dem nimmt doch. Schmeiß dich doch gleich da rein, oder? Shut your fucking hole! Sorry about that. Jetzt ist es offen. Take a seat. Da schubt mich doch da runter jetzt, dann muss ich gegen so einen Ketten. Listen, Ethan, you're being played. Setz dich doch nicht dahin, du Deppel. Oh, Alter. You think this is a game? I said sit! Lady, supersized bitch. Ugly ass psycho doll. An emeronic freak. Don't you get it? It's a test. To see if you're strong enough to be a part of Miranda's family. I don't want to be a part of Miranda's family. Neither did I, but here we are. And I'm next in line, right? Kill me, move up the chain. Well, fuck that! I don't give a damn about your personal issues.
I just want to fix my daughter. So do I.